Hallo, liebe Star Trek-Fans, hier ist euer Vorhersage 80 mit einer weiteren Sonderausgabe der Star Trek Starship Collection. Und ich bekam das Sondermodell, den klingonischen Schlachtkreuzer D7 aus der J.J. Abrams Zeitlinie, den man eigentlich nur in den Kobayashi Maru Tests sieht, auf der Academy und sonst eigentlich nirgendwo. Sehr, sehr schade. Und ja, Magazin ist schon mal hier, schaut ganz cool aus. Und hier schon mal das Schiff, auch das schaut sehr stark aus, habe schon mal reingeguckt. Aber bevor wir uns das Schiff angucken, schauen wir uns erstmal das Magazin mal ganz genau an. Und dazu gehen wir in die Ego-Perspektive. Viel Spaß mit dem Video. Kommen wir zuerst mal zu dem Magazin. Hier eben der klingonische Schlachtkreuzer Star Trek 2009 in der Sonderausgabe. Ist eben die D7-Klasse und hier eben die Kelvin-Zeitlinie. Und hier gibt es mal die Inhaltsangabe von dem Magazin und hier die Spezifikation von dem Schiff. Und hier, wie gesagt, wird ein bisschen was über das Schiff geschrieben und auch eben, wo es eben hier zu sehen ist. Wie gesagt, eigentlich nur beim Kobayashi Maru Test wurde es gezeigt in dem Film. Ansonsten warten wir noch recht lange, dass es mal erscheint. Hier mal ein paar Konzeptzeichnungen dazu und hier eben dann das Design, wie es gemacht wurde, wird hier mal gut dargestellt und hier nochmal ein schönes CGI-Bild von dem Schiff. Und man hätte wirklich ein bisschen mehr daraus machen können noch aus dem Film. Wäre echt cool gekommen. Und hier die Entwicklung des Schlachtkreuzers. Und hier noch weitere schöne Modelle eben von The Next Generation und von Deep Space Nine. Und das war es auch schon mit dem Magazin. Hier nochmal eine Draufsicht von dem Modell. Und würde mal sagen, wir machen einen fliegenden Wechsel. Und da haben wir dann auch schon das Modell direkt vor uns. Wie gesagt, ist wirklich ein großes Teil und würde mal sagen, ich packe es mal aus und dann schauen wir uns mal dann das Schiff ganz genau an. Ich habe das Modell ausgepackt und was soll ich sagen, es ist wirklich ein richtig großes, fettes Teil. Wie ihr seht, es ist auch wirklich sehr schwer und die Verzierung von dem Schiff ist wirklich richtig stark. Hier schon mal die Flügel, wirklich war hier auch sehr rausgestanzt, die Flügel hier. Und auch hier die Verzierung von dem ganzen Schiff schaut wirklich richtig erstklassig aus. Auch ein paar verschiedene Gelbnoten sind immer dabei. Und eben dann die Kampfbrücke von dem Schiff. Und auch hier eben, leider hätten sie vielleicht den Torpedo-Launcher ein bisschen anders färben sollen. Nicht nur grün, sondern so leicht dunkelrot. Wäre etwas bedrohlicher gekommen. Aber so an sich ist das Modell wirklich richtig stark gelungen. Und schaut wirklich richtig klasse aus. Für das, dass man das Schiff wirklich nur ganz kurz im Kobayashi Maru Test sieht, haben sie wirklich richtig erstklassige Arbeit geleistet für dieses Modell. Auch hier dann die Laserkanonen, die auch hier ganz gefährlich zum Abbrechen natürlich hier, wie man sieht. Aber wenn man jetzt nicht viel bewegt, dürfte eigentlich nicht viel passieren. Hier die Rückansicht nochmal von dem Schiff, auch hier eben die Antriebe sind so gelb, durchsichtig, transparent gemacht worden. Und finde es wirklich echt schön, dieses Modell, ganz ehrlich, gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn man es hier so draufsteckt, mal gucken, ob das wirklich aushält, diese, ja, den Ständer. Weil das Ding ist wirklich sehr schwer, also ich habe das Gefühl, dass das recht leicht umkippen wird. Denn das Modell ist wirklich sehr groß, ich glaube sogar das größte gleich Modell von der ganzen J.J. Abrams Zeitlinie ist es echt sehr groß geworden. Und schaut wirklich richtig klasse aus. Ja, das war das Modell zu dem D7 Schlachtkreuzer aus der Kelvin-Zeitlinie und wie viel das Schiff. Und jetzt geht es mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, das war der D7 Schlachtkreuzer aus der Kelvin-Zeitlinie. Und muss echt sagen, richtig tolles Modell, wirklich auch sehr schwer. Also da auf jeden Fall klare Kaufempfehlung für das Teil. Aber das Magazin ist natürlich auch sehr informativ, wie man es eben so kennt. Und ja, bin auf jeden Fall schon gespannt, wie lange das Ding hier zusammenhält. Dann eventuell werde ich es auch mit Sekundenkleber hier festkleben, weil ich habe da wirklich meine Bedenken, dass das hier wirklich das ganze Modell halten wird, die ganzen nächsten Jahre dann. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, was wirklich echt sehr schwer ist. Vor allem, das ist halt wirklich sehr auch kopflastig. Allein diese Kuppel da vorne ist auch schon sehr schwer. Und dann mal sagen, ja, das war's von der nächsten Sonderausgabe von der Star Trek Starship Collection. Als nächstes kommen auch die Kobayashi Maru. Ja, hätten wir jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber so ist nun mal. Aber auch darauf freue ich mich natürlich auch. Ja, das war's von mir von der Star Trek Starship Collection.
Und es gibt jetzt noch ein Video mit einem weiteren Modell von der Star Trek Discovery Modellreihe. Und seid gespannt, was das als nächstes sein wird. Bis dann, tschüss mit Ü und Beep.